Willkommen zum Abgrund Dungeon Straße des Klagens, welche man ab einer Itemstufe von 840 betreten kann, nachdem man die Hauptquest in Yawn erledigt hat. Ein Link zu den anderen Guides ist in der Videobeschreibung. Kommen wir also zum ersten relativ mobilen Boss, zu Nazan. Dieser hat zwei wichtige Mechaniken. Die erste ist, dass er sich in die Mitte stellen wird bei 8 Lebenspunkten und die Arme ausbreitet und daraus Laser schießt. Seine Safe Zone ist in dem Fall in der Mitte und die Dead Zone ist natürlich da, wo alles rot leuchtet. Das Ganze geht aber auch andersrum, dass die Safe Zone außerhalb ist und direkt bei ihm ist schwierig. Er kann tatsächlich, wie man hier auch sieht, kurzzeitig anhalten und einmal die Richtung wechseln. Achtet darauf. Sollte man in diesen Laser gelangen, kriegt man sehr, sehr viel Schaden. Die zweite Mechanik bei 4 Lebensbalken, man bekommt vorher ein Fadenkreuz, man muss an den Rand der Map gehen, weil man gewisse Sachen spawnt, die einen dann betäuben, was natürlich bei Lasern, denen man ausweichen muss, nicht gerade hilfreich ist, wie man hier sieht. Und dann kriegt man relativ viel Schaden. Das war's aber im Prinzip soweit schon zum ersten Boss. Kommen wir zum zweiten. Beim zweiten Boss klärt man am Anfang, auf welche Position man geht. Norden, Süden, Osten, Westen, rechts, oben, links, unten und so weiter und so fort. Auf jeden Fall in 4 verschiedenen Himmelsrichtungen. Das braucht man für die zweite Mechanik. Kommen wir aber erstmal zur ersten Mechanik. Die ist eine recht einfache. Einfach ein wenig Taumelschaden machen und damit ist gut. Schafft man dies nicht, ist es zwar kein Vibe, aber man kriegt ordentlich Schaden rein. Kommen wir zur zweiten und wichtigen Mechanik. Bei dieser Mechanik geht man auf seine Position und sammelt 3 goldene Orbs ein. Nicht die roten, damit wird der Zähler zurückgesetzt. Schafft man es, die 3 goldenen Orbs einzusammeln, hat man ein goldenes Feld um sich herum, womit man die roten Kugeln, die kurz danach spawnen, mit 2 Ticks kaputt machen kann. Diese dürfen auf gar keinen Fall den Boss erreichen, da es sonst zu einer Vibe-Mechanik kommt. Schafft man es nicht, die 3 goldenen Kugeln am Anfang einzusammeln, hat man dieses goldene Feld nicht, deswegen muss das wirklich jeder schaffen. Wie gesagt, schafft man es nicht und eine Kugel landet beim Boss, zack, sind alle tot. Das Ganze gibt es auch nur einmal bei 10 Lebensbalken, danach einfach den Boss runterklopfen und damit ist der Dungeon beendet. Das war es soweit zu dem Video, ich bedanke mich fürs Zuschauen, ich hoffe, ich konnte euch ein wenig helfen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und bis dahin, habt noch einen schönen Tag und macht's gut. Tschüss!